Alle Jahre wieder treffen sich im Verborgenen 30 Experten, die über die Besten aus der Branche urteilen. Die Rede ist von der Best of Swiss Gastro-Jury, die hoch über Zürich die Köpfe zusammengestreckt hat. Hier wird auf hohem Niveau juriert. Über den Dächern von Zürich. Im Prime Tower, dem höchsten Gebäude der Limmatstadt. Die Best of Swiss Gastro ist zusammengesetzt aus 30 Experten, Gastrokenner und Gourmets. Ehrlichkeit, Authentizität, Freundlichkeit und eine gewisse Spurfrische. Ein Top-Service. Originalität, Qualität und Top-Produkte. Das sind nur einige der Kriterien, auf die von der Jury großen Wert gelegt wird. Die besten Betriebe aus 8 Kategorien werden von den Juroren genauestens unter die Lupe genommen. Wir sind jetzt für Klassik zuständig in unserem Team. Und dort sehen wir, dass glatt die echte, wahre Schweizer Küche ein grosses Thema wird, wo früher so ein bisschen ganz allgemein gehalten ist und jetzt ein bisschen mehr regionales Profil bekommt. Ja. Es ist noch kein Trend erkennbar, zumindest in der Kategorie Kaffees haben wir noch keinen gesehen. Aber es ist doch schon mal gut, wenn man sich in der Kategorie Kaffee bewirbt, auch Kaffee serviert. Also wir haben tatsächlich Kaffees gehabt, wo es einen Kaffee gibt. Das geht natürlich gar nicht. Gut 300 Gastronomen aus den 4 Sprachregionen haben ihr Konzept eingereicht. Nicht alle Konzepte kommen in die Gunst einer Nominierung. Genau 214 Betriebe werden an der diesjährigen Best of Swiss Gastro-Wahl ausgezeichnet. Also es muss irgendetwas in ein paar Worten können zusammengefasst sein. Wir können so sagen, Werbespot in eigener Sache, warum sollte ich dorthin gehen? Und wenn es einfach nur der Floskel ist, mediterrane Küche oder wir bieten irgendwie moderne Wein oder so die Floskel, das reicht allein nicht. Klug ist, dass ein Betrieb, der innovativ ist, das heisst, tut er sich etwas überlegen, wie ist sein Angebot, wie ist sein Verhalten gegenüber Mitarbeitern, denkt er für den Gast? Also ich denke, es fängt ganz einfach an, was reicht ein Betrieb ein, reicht er alles ein, reicht er alle Unterlagen, die gefordert sind, wie füllt er den Fragebogen aus, nimmt er das sehr exakt oder sagt er einfach, wir sind ein guter Betrieb oder schreibt er wirklich, was das Konzept ist, was der rote Faden im Betrieb ist. Geschenkt wird hier also gar nichts. Im Gegenteil, mit jedem Jahr wird die Messlatte des Best of Swiss Gastro höher. Es gibt uns endlich mal eine Plattform, wo wir uns darauf präsentieren können, wo wir auf eine andere Art ein Feedback reinholen können über unsere Qualität, wie man uns wahrnimmt. Wir können uns auch vergleichen mit den sogenannten Mitbewerbern, mit der Konkurrenz. Das motiviert auch und stachelt ganz viele Betriebe an. Wir haben auch dieses Jahr wieder junge, neue Betriebe mit wirklich jungen, innovativen Gastronomen, die sich ins Zeug legen, die sich aber auch präsentieren können. Best of Swiss Gastro ist jetzt eine Chance für die, die nicht unbedingt nur den Fokus Gourmillon haben, auch eine Plattform zu bekommen, um zu zeigen, dass sie gewisse Sachen ehrlich, gut und authentisch machen und mit viel Herzblut. Und für das ist der Preis sehr gut, weil es gibt in unserer Branche nicht nur Gourmillon-Betriebe.